Ja, hallo. Meine zwei nächsten Gäste auf dem roten Sofa sind Luisa Emmelmann und Vanessa Eller. Beide kommen von der Otto Group. Und ich finde, sie haben einen ganz spannenden Job, weil sie sind nämlich im Bereich Kulturwandel et Logistik. Ich glaube, da sind sie die einzigen mit so einer Funktion hier auf dem ganzen Kongress. Ja, Otto Group ist ja allen bekannt, E-Commerce. Und wenn man in Hamburg wohnt, kennt das sowieso jeder. Und ja, spannend. Kulturwandel et Logistik. Gilt, habe ich gelernt, als ein Herzensthema von Kai Schieber. Das ist der Mann, der im Vorstand bei Ihnen so das Thema Logistik auch verantwortet. Ja, Frau Emmelmann, vielleicht können Sie einmal sagen, warum ist das? Also, warum ist das ganze Thema so wichtig, dass man auch Sie beide dafür braucht? Okay, dann Frau Eller. Ich würde mal starten. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Das Thema ist deshalb so wichtig, weil wir aktuell in der Logistik an vielen Stellen in einer Arbeitswelt unterwegs sind, die geprägt ist oder die historisch sehr stark geprägt ist. Also viele Prinzipien, die wir heute noch in der Arbeitswelt in der Logistik antreffen, die kommen aus den Zeiten der Industrialisierung, Arbeitsteilung, Fließbandarbeit etc. Und das sind einfach Themen, die zur damaligen Zeit wunderbar funktioniert haben. Das sind Prozesse, die haben absolut ihre Daseinsberechtigung, haben uns in exzellente Performance geführt. Aber im Jahr 2020 sind wir einfach in einer komplexen Welt unterwegs und wir haben ganz andere Herausforderungen. Wir müssen neue Probleme lösen und dementsprechend sind wir davon überzeugt, dass es auch eine neue Arbeitsweise braucht. Und zudem haben wir auch in den vergangenen Jahrzehnten ganz viel über den Menschen gelernt und wissen auch, unter welchen Bedingungen Menschen besonders gut arbeiten können. Und somit ergibt sich aus diesem ganzen Thema einfach eine sehr schöne Win-Win-Situation für Menschen, die zu guten Leistungen fähig sind und sie auch erbringen möchten. Und gleichzeitig haben wir auch für die Organisation sehr große Benefits. Wir haben bessere Unternehmensziele, wir haben mehr Innovationskraft, wir werden als Arbeitgeber attraktiver für den Bewerbermarkt. Und somit ist das Schöne an diesem Thema. Es bringt tatsächlich für alle Seiten sehr viele Vorteile mit sich. Wenn wir es mal so ein bisschen mit Leben füllen, also was heißt denn jetzt andere Arbeitsweise oder was heißt überhaupt Kulturwandel? Also gibt es da so ein Zielbild, was man sich da aufstellt, also wie die Mitarbeiter künftig arbeiten sollen, können Sie das mal so ein bisschen mit Leben füllen einfach? Frau Eller hatte gerade jetzt schon gesagt, wir haben erwiesenermaßen über die letzten Jahre gelernt, wie Menschen sich motivieren lassen und wie Menschen auch zu besseren Leistungen fähig sind, die wir sowohl in der Organisation erkennen, aber auch natürlich auf psychologischer Ebene, auf Mitarbeiterebene, als auch im Verhalten. Also wenn wir jetzt auf Performance und Produktivität schauen, dann ist das ein Verhalten, was natürlich unserer Organisation zugutekommt. Und dieses Zielbild lässt sich vor allen Dingen durch drei Faktoren beschreiben. Einmal Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit. Also wann immer Menschen Autonomie erleben, ihre Kompetenzen gefragt sind, weiterentwickelt werden oder sie ein Zugehörigkeitsgefühl spüren, dann sind sie besonders intrinsisch motiviert und wir haben als Organisation quasi messbar all diese ganzen schönen Benefits, von denen wir profitieren. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Kultur ist immer kollektives Verhalten. Also das heißt, wir sehen im Grunde genommen Kolleginnen sich verhalten und das trägt dann quasi zur Kultur bei. Mikro etwas näher. Durch Rahmenbedingungen und Strukturen und Prozesse kann man aber dieses Verhalten beeinflussen. Das heißt, wir ändern gar nicht die Kultur, sondern wir ändern die Rahmenbedingungen, gucken auf unsere Strukturen und Prozesse und versuchen genau das quasi zu verändern dadurch. Können Sie mal so einen Einblick geben, also was sind so ganz aktuelle Themen, an denen Sie jetzt gerade unmittelbar arbeiten? Was passiert da gerade? Wir haben zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist relativ einfach, ein Schichtmeeting. Wenn man sich also vorstellt, Kolleginnen kommen zu ihrer Schicht und die Führungskraft spricht mit ihnen, dann soll das optimalerweise kein Monolog sein.
dann soll das ein Dialog sein. Dann sollen die Zahlen nicht runtergerattert werden, sondern Kolleginnen sollen wirklich verstehen, was da gerade berichtet wird. Und am Ende des Tages sollen, wie gesagt, Fragen möglich sein, die vielleicht auch darüber hinausgehen und Kolleginnen berichten, was sie gestern erlebt haben auf dem Weg ins Regal zu dem Artikel, der gepickt wurde. Das zweite Beispiel? Ja. Mit dem zweiten Beispiel mache ich gerne weiter. Wir haben kürzlich ein E-Learning-Programm ausgerollt in der Logistik, beziehungsweise auf der Fläche, das wir auch im verwaltenden Bereich schon anwenden. Und bieten auf diese Art und Weise allen gewerblichen Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche Zugang zu Weiterbildung im Endeffekt. Das heißt, wir bieten die Infrastruktur, die Kolleginnen und Kollegen haben Zugang zu entsprechenden Computern, haben ihre Zugänge, haben aber auch Arbeitszeit, die explizit dafür zur Verfügung steht. Und das hat natürlich inhaltlich ganz spannende Aspekte. Also sie können faktisch Dinge einfach dazu lernen. Wir haben zum Beispiel Module, die die Wertschöpfungskette der Otto Group aufzeigen, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen genau wissen, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette sind sie eigentlich dran, weil sie natürlich da im Arbeitsalltag das nicht immer so unmittelbar sehen oder erleben. Und gleichzeitig haben wir aber auch diese technische Komponente, dass wir einfach Zugang ermöglichen zu digitalen Medien, weil auch das nicht an allen Stellen selbstverständlich ist. Und da sehen wir uns auch als Organisation in der sozialen Verantwortung, auch unsere Kolleginnen und Kollegen fit zu machen für die Zukunft auf diese Weise. Was mich nochmal interessieren würde, was hat sich jetzt schon zum Besseren verändert? Also wo stehen Sie? Wie lange geht dieses Projekt noch? Also Sie sind ja Projektmanagerin. Man denkt natürlich bei so einem Projekt auch immer an das Ende irgendwie. Also hat das ein Ende überhaupt? Oder ist das jetzt ein Prozess, der ja ewig geht bei Otto? Also wo stehen Sie da in diesem Kulturwandel? Es ist nicht so, dass wir uns ein Ziel gesetzt haben, weil es, wie Sie sich vorstellen können, bei diesem Projekt oder wir nennen es eher Initiative, total schwierig ist, ein Ziel sich vorzunehmen, geschweige denn, und das würde ich auch keinem raten, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge feststellen zu wollen. Das heißt, wir bewegen uns auf einem Pfad, in dem wir unsere Organisationsstruktur ändern. Und wir sind davon überzeugt, dass wir in der Zukunft immer eine verändernde Arbeitswelt haben. Das heißt, wir installieren quasi sich verändernde Prozesse und im Grunde genommen schon die Infrastruktur dafür, dass wir eigentlich immer zukunftsfähig bleiben, wann immer wir das tun müssen. Und aktuell sind wir mittendrin und wo immer es uns hinbringt, Vielleicht nochmal so für die anderen Unternehmen, die sowas vielleicht in ihrem Unternehmen noch nicht aufgesetzt haben, also so einen Kulturwandel. Was würden Sie denen jetzt mal so für Tipps geben, wie kann man sowas aufsetzen? Also klar, man braucht wahrscheinlich erstmal ein paar kompetente Mitarbeiter, die Lust darauf haben, sich damit zu beschäftigen, aber was sollte man nicht machen? Also was sind so Fehler, die man auch machen kann, wenn man so einen Kulturwandel startet im Unternehmen? Also ich glaube tatsächlich, der größte Fehler, den man machen kann, ist, Kulturwandel von oben herab zu verordnen. Es ist so, dass wir diesen Kulturwandel nur gemeinsam gestalten. Und wenn wir sagen, dass Luisa Immelmann und ich die Projektmanagerin dafür sind, dann arbeiten wir für eine große Gruppe von Menschen. Wir verstehen uns als Dienstleisterinnen für diese Menschen in den Organisationen, in den Betrieben und stellen mit die Weichen, damit die Dinge, die dort passieren sollen, möglich werden. So, und das ist auch tatsächlich unsere Erfahrung, wie es funktionieren kann. Also wir brauchen Menschen, die diesen Wandel gestalten möchten, die Lust haben, ihre eigene Arbeitswelt umzugestalten oder weiterzuentwickeln. Weil wir anerkennen müssen, dass diese Menschen vor Ort exakt wissen, was sie brauchen, um besser arbeiten zu müssen. Und wenn man erstmal mit ihnen in den Dialog geht und ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, das zum Ausdruck zu bringen und sich dafür interessiert, ganz aufrichtig, was man tun kann, um ihnen ein Stück weit schon mal sozusagen diese Veränderung zu ermöglichen, dann ist das schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Also vor allem erstmal in den Dialog gehen, Menschen den Rahmen geben, vor allem um das möglich zu machen. Und dann kann man anfangen, die Organisation zu erkunden. Dann kann man schauen, was sind eigentlich so die Stellschrauben, an die wir ran möchten in Zukunft.
Und ja, auf diese Art und Weise entspinnt sich irgendwann von ganz alleine hoffentlich ein Prozess, bei dem man dann auch langfristig gar nicht mehr exakt nachverfolgen kann, was jetzt eigentlich woher kommt, aus welchem Bereich. Und wir sind immer am glücklichsten, wenn wir von irgendwelchen Initiativen hören, von denen wir eigentlich gar nichts mehr wussten. Weil wir sprechen hier über 14.000 Kolleginnen und Kollegen, eine sehr dezentrale Struktur. Und ja, das Tollste ist, wenn sich sozusagen diese Energie von alleine in Bewegung setzt und gar nichts mehr zentral gesteuert wird und die Leute Raum und Möglichkeit haben, ihren eigenen Kontext zu gestalten und mitzugestalten. Okay, klingt definitiv alles sehr spannend, und wer heute noch mehr dazu hören will, der kann 14 Uhr, sind Sie auch noch in der Sequenz heute, ne? Berufe in der Logistik, das wird sicherlich auch interessant, da kann man das, werden Sie das Ganze bestimmt nochmal vertiefen, und ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass wir hier sein durften.